Mit Tainted Azazel fehlt mir The Beast. Sehe ich das richtig? Ich würde mich fast sagen, wie wäre es, wenn ich versuche, meinen ersten Tainted-Charakter abzuschließen? Ich denke, das klingt ganz gut, ehrlich gesagt. Nein, ich habe nicht vor, andere Tainted-Charaktere. Ich habe genug Tainted-Charaktere. Hast du gerade gesehen, wie wenig ich mit den Tainted-Charakteren geschafft habe? Warum würde ich neue freischalten wollen? Leute wollen immer, dass ich neue Charaktere freischalte, aber das ist ja nicht, das kann ich ja nicht auf ewig so weitermachen. Ich muss ja irgendwann mit den Charakteren, die ich freigeschaltet habe, auch was schaffen. Bisschen davon fehlen mir, glaube ich, nur noch Tainted-Charaktere, die echt scheiße sind. Das heißt, wahrscheinlich wäre ich besser dran, wenn ich die generell nicht freischalte. Das könnte ganz nett werden mit Brimstone. Ist es gut mit Brimstone? Ich weiß nicht. Ja, wir haben auf jeden Fall einen, netten Regenbogenstrahl. Wie viele Tent-Charaktere gibt es? So viel, wie es reguläre Charaktere gibt. Jeder Charakter hat eine Tainted-Variante. Oh ja, mit Apollyon wollte ich heute vielleicht ansonsten generell auch noch ein bisschen was machen. Apollyon ist so ein Charakter, ich vergesse immer, dass er überhaupt existiert. Ich habe das Gefühl, Apollyon ist mit so viel Abstand der belangloseste Charakter im Spiel. Ist mir egal, wenn, wenn sich jetzt die Apollyon-Fangemeinde meldet und sagt, oh nein, tatsächlich. Finde ich ihn super interessant. Er ist shit. Er ist einfach nur shit, okay? Oh, ich hätte den ersten Goldraum auslassen sollen. Egal, wir lassen den zweiten Goldraum aus. Napoleon ist shit. Wollte es nicht umsonst Tier 4? Ich könnte mir gut vorstellen, dass... Ich weiß nicht, was die ganze Liste ist, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Void das schlechteste Tier 4-Item ist. Wenn ihr mir das sagen würdet, würde ich für keine Sekunde darüber nachdenken, es zu hinterfragen. Hey. Der Void ist einfach so dermaßen... Shit. Es ist okay, um passive Items aufzusammeln, die man sonst nicht haben will für Startups, aber... Für der Spacebar-Item-Effekt ist komplett belanglos. Ich habe keine Bombe. Ich habe nichts mehr. Gehen wir weiter. Hey, hey, was? Ich will nicht sagen, dass The Void. Pass auf. Void ist nicht komplett nutzlos. Aber wenn ich es jedes Mal, wenn ich es in einem Run irgendwo sehe, es ist nur dann okay, wenn man damit startet. Unter allen anderen Umständen will man es nicht haben. Ist noch nie vollkommen, dass ich mir dachte, oh, jetzt The Void mitnehmen. Noch nie. Noch nie passiert. Wenn Active Items auch Setups wären, wäre es wohl okay. Ja. Yeah. Aber dann ist Apollyon doch nicht schlecht. Er ist nicht schlecht, er ist belanglos. Er ist ein okayer Charakter, aber... Ich denke nicht, dass The Void wirklich interessant ist. Vor allem in dem Fall. Ich meine, okay, wenn du ein super gutes Spacebar-Item damit zusammenmischt. Okay, könnte nett sein, aber... Es geht halt auch nicht mehr richtig. Du kannst das ganze Broken-Zeug auch nicht mehr damit machen. Inzwischen wurde rausgepatcht. Und ich meine... Aus schlechten, passiven Items irgendwie dann ein paar random Setups zu machen, ist nett, aber... Ich meine... Es ist ein fucking langweiliges Konzept für einen Charakter. Wir haben keine Bombe. Ich habe aber einen Schlüssel. Moment. Schlechterer D6, finde ich. Schon sehr viel schlechterer D6. Okay, könnte interessant werden. Das heißt, da werde ich in den Raum geworbt, in dem ich noch nicht drin war.
Everything Jar. Ich glaube, das will ich nicht haben. Ich wollte, ah ja, ich wollte den Goldraum skippen. Shit. Das habe ich vergessen, weil ich sowieso keinen Schlüssel hatte. Deswegen dachte ich, war deswegen nicht da. Oh, das war Damage. Warum habt ihr so Angst? Wovor habt ihr Angst? Ich mag's, wie er an der Tür steht. Er will jetzt einfach nach Hause gehen. Ich will jetzt gehen. Ich hätte gerne eine Bombe gehabt. Hey! Luck up! Fuck up. Das ist auch okay. Er hatte Angst vor einer schlechten Void-Meinung. Sollte auch besser haben. Ich könnte noch eine viel schlechtere Meinung zu Void vertreten. Oh, zwei Soul Hearts. Okay. Dann werden wir jetzt den nächsten Goldraum auslassen. Hey, random Soul Heart. Ich meine, da will ich nichts gegen einzuwenden haben. So. Undefined war das, wo man in den Raum reingeworfen wird, in dem man noch nicht war. Habe ich das vorhin schon gefragt? Ich glaube nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, das war das. Ich habe es nicht ganz durchgelesen. Oder war das die goldene Fernbedienung? War das Undefined oder die goldene Fernbedienung? Undefined war einfach nur random einer von den Secret Rooms, oder? Nein, Secret Rooms? Genau, das mit den in Räumen, die man nicht war, war diese Fernbedienung. Okay. Das heißt, ich hätte es mir sowieso sparen können. Den, so, Goldraum auslassen. Goldraum auslassen. Notiert. Ich hätte es mir sowieso sparen können, dann in den Arcade Room zu gehen. Ich habe sowieso nur eine Münze verloren, also was soll's. Und vielleicht hätte der Kranautomat gut sein können. Ich bin übrigens immer noch sehr froh darüber, dass ich den Kranautomat endlich frei habe. Ich habe das Gefühl, der ist eine Bereicherung für alle Runs, in denen er nicht komplett fürchterlich ist und einen pleite macht. Das heißt, manchmal bekommen wir was raus. So, Undefined will ich auf keinen Fall zu früh einsetzen. Denn sonst laufe ich Gefahr, in den Errorraum zu gehen. Und das wäre nicht gut. Das wäre auf sehr vielen Ebenen nicht gut. Das Goldraum vergessen. Hey, 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 hey. Hat keine höhere Quote bei dem Kranautomaten? Ich weiß, dass er generell bei dem Hütchenspieler eine bessere Quote hat. Ich glaube auch bei anderen Automaten, aber auch bei dem. Oh, das war guter Damage soweit. Ich muss sagen, der Brimstone verträgt sich echt gut mit dem Rainbow Cookie. Ich habe das Gefühl, damit bekommt man einige gute Statuseffekte auf die Gegner. Ein Snack. Ich sollte noch in den Shop schauen, bevor wir Undefined machen. Kane startet mit Lucky Foot. Ich weiß, dass Kane mit Lucky Foot startet. Das macht er seit fucking 2011. Das war nicht meine Frage. Wusstest du, dass Isaac den D6 hat? Nein! Sie fucking blaue Fliege! So eine Scheiße! Warum verwende ich Undefined überhaupt? Ja, weil vielleicht bekommen wir noch ein Planetarium. Vielleicht bekommen wir noch eins. Wenn ich jetzt auf der nächsten Ebene noch den Goldraum auslasse, dann haben wir mit der Magic 8 Ball haben wir noch eine gute Chance auf ein Planetarium, okay? Es ist noch nicht vorbei. Danke für den Shotspeed übrigens, den weiß ich am meisten zu schätzen.
Es ist noch nicht vorbei. Seit wann macht Undefined das? Ich glaube, es war immer Errorraum, die beiden Secret Rooms oder Goldraum. Wo man reingeworbt wird. Ich werde noch schnell den Curse Room übrigens mitnehmen und mich dann rausfuhlen. Oh, natürlich ist es er. Natürlich ist es Gabriel. Fuck. Ich verliere meine ganzen HP. Aber da ist noch ein Eternal Heart. Was ganz nett ist. Ah nein, das war das von vorhin. Das wurde nur zur Seite geschoben. Ich denke, ich nehme es mit. Ich habe mich inzwischen entschieden. Ich werde es mitnehmen. An sich ist es nämlich ziemlich stark. Es ist nicht so, als ob Undefined bisher irgendwas Gutes für uns getan hätte. Lucky Foot erhöht nicht die Chance am Crane Game. Hab gerade gegoogelt. Dankeschön. Seht ihr? Das ist die Information, nach der ich gefragt habe. Aber ja, an sich schade, aber gleichzeitig ist auch so ziemlich stark. Okay, dann gehen wir weiter und hoffen, dass der Run irgendwie leben wird. 16%ige Planetarium-Chance. Das ist das Leben. Wie steht ihr eigentlich zu dieser Vase? Gilt die als gut oder schlecht? Ich habe nicht das Gefühl, sie ist nicht wirklich gut, aber sie kann eine Menge DPS machen. Oh Gott. Da lebt... Oh, der Kopf. Den habe ich nicht gesehen. Wir stehen HP-technisch nicht mehr gut da. Wir stehen HP-technisch überhaupt nicht gut da. Scheinbar bleibt die Brimstone-Aufladeanimation stehen, wenn man das einsetzt. Kann man damit auch Projektile abwehren mit dem Feuer? Mit der Vase kann man Feuer schießen. Und die Munition dafür sind quasi die Seelen von den Gegnern, die ich gekillt habe. So, in den Goldraum gehen, meint ihr? Richtig? Ich will lieber meinen Brimstone. Oh, das sind Spinnen. Ich dachte, es wären solche Fliegen. Natürlich finde ich den Weg direkt perfekt getroffen zu werden. Ich finde, Little Steven könnte sich mal nützlicher machen. Ich denke, wenn, er ist schon so alt und er wohnt schon so lange jetzt immer noch hier. Ich denke, er könnte auch langsam mal was zum Haushalt beitragen, ehrlich gesagt. Mit der blauen Vase den Shopkeeper wegrennen? Das ist eine gute Frage. Und man lässt damit Projektile verschwinden. Okay, ich glaube, die Vase ist hilfreich. Ich glaube, ich bin für die Vase. Sintäule ist hervorragend. Das ist nicht hervorragend, aber nehmen wir mit. Okay. Wir werden die Ebene noch ganz erkunden. Einfach, weil wir eine 16%ige Planetarium-Chance haben. Und dementsprechend habe ich eine 60%ige Chance, dass hier ein Planetarium ist. Habe ich Isaacs Heart freigeschaltet? Tragischerweise ja. Au. Tragischerweise ja. Das habe ich, glaube ich, doch zu Rebirth-Zeiten freigeschaltet. Das war glaube ich, der einzige Unlock, den ich hier mit der Lost damals geschafft habe.
Oder war es noch was anderes? War auf jeden Fall nicht viel. Kann sein, dass es noch irgendwas anderes war. Aber ja, das war einer der wenigen Unlocks. Und das ist nicht bezaubernd. Nein! Der kleine Freund! Das ist mein neuer kleiner Freund. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Yes! Oh, oh, das ist der Sprinkler. Ich dachte, wäre wieder Jacob's Ladder oder sowas drin. Der Sprinkler ist okay, denke ich, aber... ich denke, dafür machen wir uns nicht die Mühe. Dafür investiere ich kein Geld. Ich war der Kran. Ich war so dermaßen der Kran, ihr habt keine Ahnung. Au. Warum hat dein ganzes Herz Schaden gemacht? War das ein Champion oder so? Gott. Warum muss es immer direkt ein ganzes Herz Schaden sein? Kann ich ein halbes machen, wie jeder andere auch? Infested? Infested? Schau mal hier rein. Oh, also von Marches. 47 Monate. Resub. Vielen lieben Dank. Ich denke, wir gehen auf eine Fleischdiät. Apropos. Bei den Dickmirimmel-Videos. Wenn ich die anklicke, während ich mit dem Kanal eingeloggt bin. Auf dem Kanal habe ich kein YouTube Premium, deswegen bekomme ich da Werbung. Was ich immer für Werbung bekomme, ist irgendwas von irgendwelchen komischen Ernährungsberatern. Ich habe das Gefühl, das ist Werbung, die da nicht laufen sollte. Ich habe das Gefühl, es ist irgendwelche... Und ich glaube, das ist auch oft Zeug mit so alternativen Behandlungsmethoden und sowas. Sehr viel Schwurblattzeug. Ja, Fleisch steht, genau. Da war nämlich so ein Typ und der sagt, ich glaube, es ist der Stoffwechseltyp. Also ich als Ernährungsberater denkt man sich natürlich, oh shit, du hast einen Job, okay. Ich höre dir zu. Was hast du gelernt bei deiner Zeit in deinem Job? Er gesagt, ey, ich als Ernährungsberater, ich würde niemandem diese neumodischen Diäten erzählen. Ich habe keine Ahnung, ich glaube, es war irgendwie... Ich glaube, was er aufgezählt hat, war irgendwie, ist die Hälfte oder so hat er auch... Oh shit, wie heißt es nochmal, wo man keine Kohlenhydrate... Low Carb hat er auch genannt. Keine Ahnung, hat er auch gesagt, oder Low Carb oder so, das will ich nicht machen. Man setzt Krebspatienten auf Low Carb, weil es gut für den Körper ist. Welcher Ernährungsberater würde sagen, Low Carb möchte ich machen, das ist so schlecht. FDH frisst die FDH, irgendwie sowas hat er angemerkt. Da dachte ich mir dann so, okay, das ist ein komischer Take. Ich glaube, das ist irgendeine Scam-Scheiße. Das ist ein sehr seltsamer Take. Da bekomme ich auch manchmal keine Ahnung warum. Ich meine, so funktioniert Werbung. Okay, die Werbung kommt allgemein super häufig. Okay, von was ist die Werbung? Ich habe sie nie ganz angeschaut, aber irgendjemand von euch war zu voll zum Skippen, ich weiß es. Du bist krebsleidend? Nein. Aber das ist auch nicht der Punkt. Ich mache auch nicht die Diät. Ich mache gar keine Diät, um genau zu sein. Retrovision. Warum hast du kein YouTube Premium? Ich habe YouTube Premium, aber nicht mit jedem Kanal, den ich habe. Ich habe YouTube Premium mit dem Kanal, mit dem ich Videos schaue. Manchmal schaue ich, wenn jemand einen Timecode in den Kommentaren verlinkt hat, okay? Dann klicke ich den an und dann schaue ich das Video halt dann über einen anderen Kanal. Beziehungsweise dann starte ich es kurz. Dann kommt die Werbung, ich denke mir, ah shit, da kommt ja Werbung. Einfach Adblocker. Ich habe Adblocker nur auf meinem anderen Browser. Generell kommt er mit Adblock bei Internet unterwegs zu sein, ist ziemlich, ziemlich fürchterlich. Ich denke, es ist aber auch unrealistisch davon auszugehen, dass man gar keinen hat, aber
Ich will die nicht zu 100% verwenden. Beziehungsweise, ich habe das Gefühl, das Problem mit Adblock ist immer, was da ein bisschen kritisch ist, ist, dass man... Oh mein Gott, Crawlspace unterm Tintedrop. Das ist mir für manche Dinge manuell. Man muss ihn dann manuell deaktivieren, aber ich denke, es wäre sinnvoll, wenn man ihn manuell aktivieren müsste. Versteht ihr? Erstmal auf einer Website, wo man sich sagt, okay, das ist fürchterlich. Das ist absolut fürchterliche Werbung. Ich werde mir die Scheiße nicht weiter anschauen. Man könnte euch sagen, dann wächst die Seite oder so. Keine Ahnung, aber... Ich denke dann an dem Punkt, okay, dann aktiviert man ihn, aber oh yes, wir haben das Planetarium. Aber einfach per Default überall aktiviert zu haben, nicht so cool. Mars. Ist okay. Ist okay. Hat Mars sonst noch Vorteile, außer dass man dashen kann? Wahrscheinlich nicht. Ja, habt ihr gesehen, wie ich in den Rhein gedasht bin? Ja, ich mache heute Sonntag Isaac, weil... Ich habe gestern Isaac gestreamt. Ich dachte mir, ja, ich glaube, ich hätte noch Lust, ein paar Dinge zu machen. Oh, Halo Fly, sehr schön. Und ich will heute nachher auch noch Vampire Survivors machen. Ich hatte nicht wirklich Lust, mir was anderes zu überlegen. Monkey Stein. Monkey Stein müsste der Emote gewesen sein, oder? Ich würde also sagen, da war eigentlich ein Tinted Rock übersehen. Im Shop? Im Shop ist ein Tinted Rock. Moment. Ist das legal? Dürfen die das machen? Ich habe nicht so meine Zweifel. Ah ja, das war... Oh, da oben. Oh, der ist sneaky. Mars ist kostenloser Cursed Room. Ja, yeah, das stimmt. Mars ist generell ganz gut, weil man auch durch Gegner durch dashen kann. Es bringt mir nicht viel im Kampf gegen The Beast. Nein! Gott. Es wäre gratis, wenn man nicht auf der anderen Hälfte des Raums anfangen würde zu dashen. Ja, willkommen, Alter. Dann wäre es gratis gewesen. Ich nehme ein paar Bomben mit. Mit der Lost fehlt mir nur noch Mother und The Beast für Godhead. Hoffentlich lohnt sich, was Legenden besagen. Ah, Godhead wurde genervt. Außerdem Mother mit The Lost. Das habe ich letzte Woche auch probiert. Yeah. Und ja, ja. Und damit endet meine Erfahrung soweit. Keine Sorge, ich war beim Bosskampf gegen Mother. Das war nicht das Problem. Das Problem ist nur, was dann passiert ist. Ihr würdet nicht glauben, was dann passiert ist. Deswegen werden wir nicht darüber reden, was dann passiert ist. Auf jeden Fall muss ich mit The Lost noch Mother machen. Oh. Das war so ein bitterer Run. Tut immer noch ein bisschen weh, drüber nachzudenken. Ich habe absolut keine Ahnung, wo hier der Secret Room sein könnte. Es kann der Godhead. Damit, vielleicht hast du es schon mal gesehen bei anderen irgendwelchen... Ist das Zeit, ist egal, ich muss nicht pausieren. Man schießt eine Träne ab und um die Träne herum ist dann so eine gelbe Aura. Und der Gegner nehmen auch Schaden, wenn sie die Aura berühren. Das ist quasi sehr ähnlich wie Tränen, die auch Dogma von sich gibt. Bei denen ist nur der Fall, wenn es neu drin steht, dann wird man von Crack the Sky erwischt. Aber man hat auf jeden Fall eine Aura um die Tiers herum. Aber irgendwie ist der Damage fix inzwischen von der Aura, soweit ich das verstanden habe. Davor war es immer so, dass sie von tatsächlichen Damage, den man austeilt, abhängt. Und das ist irgendwie nicht mehr so, weshalb es ziemlich fürchterlich wurde. Yo, yo, yo. Yo, Stern über Bethlehem. Ist das ein Ja oder ein Ja? Wir nehmen den Stern mit. Stern über... Was macht der Stern über Bethlehem? Wer behalten ihm einfach... Oh. Oh, er gibt mir einen dicken Boost, wenn ich drin stehe.
Okay, gehen wir weiter. Oh, und Homing! Meine Homies lieben Homing. Lass mich euch das direkt gesagt haben. Hey! Hey, wo ist der Stern? Wo ist der Stern über Bethlehem? Wird der nur in manchen Räumen aktiviert? Was soll das denn jetzt? Was lässt du mich einfach so stehen? Oh, der Stern über Bethlehem zeigt uns den Weg, deswegen muss ich eben... Er zeigt uns den Weg zum... Zeigt mir den Weg zum Boss, oder was? Warte, ist er jetzt erst beim Boss wieder da? Wo ist er hin? Der ist doch nach unten geflogen, oder? Okay, er zeigt, wo der Boss ist und dann taucht er nur für den Boss wieder auf. Oh, er geht vor, du hast ihn verlassen. Habe ich ihn jetzt ganz auf der Ebene verkackt? Er ist halt auf dem Weg. Okay, schauen wir, ob wir den Stern über Bethlehem noch einholen können. Ich muss hinterher. Wo ist der Stern? Wo ist der Stern über Bethlehem? Und was, wenn er beim Boss ist, verschwindet er dann auch nach einer Zeit? Ich mag das gerade überhaupt nicht. Wo ist mein Stern? Egal, wir werden uns hier jetzt erstmal umschauen. Yo. Wir werden uns hier erstmal umschauen und das Zeug mitnehmen, okay? Und dann, ich kann jetzt nicht noch ewig dem Stern über Bethlehem hinterher fliegen, so gerne ich hinterherlaufe, so gerne ich das auch würde. Aber er zeigt uns den Weg. Es ist, wie es ist. Die Legenden sind wahr. Der Stern ist super in Wurm. Oh ja, das glaube ich. Und generell alles, was nach Wurm kommt. Kathedrale und sowas will man eigentlich auch nicht. Will ich noch irgendwas. Er wartet beim Boss auf mich. Dieser Stern über Bethlehem. Auf den ist Verlass. Lava's Karte wäre mit Tainted Bethany interessanter. Warum spreche ich ihn überhaupt weg? Wir haben nicht mal mehr Verwendung für... Doch, wir bekommen noch den Shop. Vielleicht habe ich ein bisschen Verwendung für Geld. Yo. Junger Mann. Junger Mann, ich muss mit denen mal über was reden. Über dieses Angebot der neuen, keine Ahnung, Kirchenhits. Wie zum Beispiel auch den Stern über Bethlehem. The Lovers. Oh, ich hätte auch gerade in den Curse Room reingehen können, fällt mir gerade auf. Ich hätte mir die Bombe sparen können. Egal. Addicted. Wir haben noch ein halbes Herz herumliegen. Ich hätte mir eine Strength-Karte theoretisch noch herein, aber ich glaube, die würde ich vielleicht auch gern für den Boss aufheben. Dafür ist sie nicht komplett verkehrt. Oh, halbes Herz. Aber leider nur ein halbes. Mit dem Dashen kann ich nicht zufälligerweise gratis an dem Hardberger spielen, oder? Oder ist das zufälligerweise eine Möglichkeit? Ich sehe ja keinen Stern über Bethlehem. Ich kann nicht bestätigen, dass er vor dem Boss auf mich wartet. Try it, nein. Würde mich auch wundern, wenn es gehen würde, ehrlich gesagt. Hatten wir im Shop vielleicht Herzen? Ja, nehme ich. Habe ich jetzt erstmal nichts gegen einzuwenden. Naja, besser so. Ich hoffe, dass du es direkt auszahlst.
Was? Hier war Boss-Challenge-Room, ja, in den können wir nicht rein. Okay, machen wir. Ah, shit, warte, ich muss noch. Warte, hat mir den Schädel schon irgendwo gesehen? Ich muss noch die Full-Karte mitnehmen. Gut, dass ihr mich daran erinnert. Da ist sie. Der Boss ist ja auch nicht Bethlehem. Vielleicht, weiß ich nicht. Ist random, welche Bosse man antrifft. Könnte alles Mögliche passieren. Ich habe mit Isaac's Heart heute mit Lilith Mother gemacht. Hab zwar Schaden bekommen, aber war schon entspannter, da ich mit Lilith mich vor dem Herz stellen konnte. Ja, ich habe das Gefühl, gegen Bosskämpfe, wo man stationär bleiben kann, ist Isaac's Heart wirklich gut. Das Problem ist nur in regulären Räumen mit normalen Gegnern. Das ist echt scheiße. Das ist doch der Stern. Hat das guten Schaden? Bin nicht sicher, aber ist okay. Au! Au! Gutes HP ab. Au! Ich würde einfach mal sagen, wir bleiben bei der Sun-Karte. So eine kleine Heilung ist, denke ich, nicht verkehrt. Nehmen wir noch den Boss da links mit. Tatsächlich ist es nicht random. Ah, also tatsächlich, wenn man den Seed ausliest, wird man schnell bemerken, dass man direkt erkennen kann, dass es vorgegeben ist, welcher Boss da auftaucht. Jungs, wie sieht's aus? Seid ihr bereit, nochmal eine Runde zu spielen? Seid ihr bereit für ein bisschen Gambling? Die Frage ist jetzt natürlich, was will ich machen? Will ich mein Glück an Demon Judgment versuchen oder will ich die Sun-Karte mit zum Bosskampf nehmen? Ich befürchte, wir können nicht beides machen. Wir können ihn auf jeden Fall mit den drei Herzen schon mal zur ersten potenziellen Auszahlung bekommen. Ich denke aber auch, dass wir auf Demon Judgment gehen sollten. Bin noch nicht wirklich stark in diesem Run. Wir gamblen heute. Ich glaube, die Vase könnte ziemlich gut gegen Dogma sein. Oh, Polaroid. Au. Oh nein! Weil wir haben ja Polaroid. Wir brauchen das ja alles gar nicht. Wir können einfach hier noch ein bisschen. Wir können die Sun-Karte auch einfach beibehalten. Wir müssen nur ein bisschen Soul Hearts opfern. Das war nicht so gut. Das war nicht so gut. Wir werden keinen Meat Boy machen, ich brauche die Herzen. Ich brauche die Herzen wirklich. Ich habe keinen Ersatz für die Herzen. Okay, pass auf. Sagt er und fand einen Bagger. Ja, aber wir brauchen trotzdem alles, was wir jetzt noch bekommen können. Glaub mir, es wär zu risky gewesen, auf den Meat Boy zu gehen. Seht ihr? Portable Slot. So die Scheiße. Damit kann ich nichts anfangen. Er hätte bei meinen HP-Problemen nicht weitergeholfen. Und wir haben den Stern über Bethlehem wieder verpasst. Tragischerweise. Ich habe gerade geschlafen, als der Stern über Bethlehem losging. Ich denke, wir nehmen einen Kane's Eye mit an dem Punkt. Viel davon will ich mehr profitieren. Kann die Slot nicht auch Herzen droppen? Achso, ja, um die Herzen mache ich mir keine Sorgen an sich. Die werden wir noch aufgefüllt bekommen. Mir geht es um die Herzcontainer, besser gesagt. Die will ich nicht aufgeben. Da ist ja der Stern gewesen!
Hab ihn gesehen? Zuerst dachte ich mir, ich glaube dieser ganzen Sohn Gottes Nummer nicht, aber jetzt? Ich glaube, ich kann mich langsam dafür erwärmen. Ah! Fall! Was ist denn der für eine Range? Der Lord of the Flies. Leider ist nur alles, was wir hier haben, ziemlich scheiße. Ich habe 2 Luck dazu bekommen. Nein, man kann ihn damit nicht kaputt machen. Ich werde jetzt noch Trinket im Goldraum ablegen. Ich will aber lieber die Sun-Karte mitnehmen. Ich denke, ich profitiere von der Sun-Karte mehr, als wenn ich mit einem Herz wiederbelebt werden kann. Ich glaube, im Vergleich zu meinem Void-Take, dem nicht viele Leute zustimmen, sollte das der Wahrheit entsprechen. Secret Room. Wo könntest du sein? Hey, hey, dein Void-Take war komplett scheiße. Ich denke nicht. Ich denke, Void ist komplett scheiße. Ist das Tainted Azazel? Ja. The Beast ist das Letzte, was wir mit Tainted Azazel noch machen müssen. Und dann ist er abgeschlossen. Das ist der erste Tainted-Character, den Geist gemacht hat, glaube ich. Nein, ich bin mir fast sicher. Wir haben dann heute Bethany und Tainted Azazel abgeschlossen, aber vorher muss ich noch The Beast besiegen. Das heißt, ich sollte mich wahrscheinlich noch nicht zu früh freuen. Oh nein, nicht Momstone, ey. Nein, nicht die Bombe. Ah. Man kann die aber auch so gar nicht ausweichen. Die guten alten Rätselräume, die liebt jeder. Schade, dass man nur Hush, Delirium, Megasat und die 2 neuen Bosse unlocks bekommt mit den Tainted. Und man bekommt für den anderen gar nichts. Ich dachte, man bekommt was, wenn man irgendwie Blue Baby und The Lamb geschafft hat zum Beispiel. Also ja, ein bisschen lahm, wenn man nur dafür Unlocks bekommt. Kommt man nicht auch, was man mit dem Charakter alles hat? Ich glaube auch nicht. Ah. Das ist ziemlich lahm. Jetzt pass mal auf. Secret Room ist da unten. Hey. Dankeschön. Ich habe mich verschätzt, okay? Man muss mehrere von den alten Bossen machen für einen Unlock. Okay, also doch. Bekommst was für Isaac, Blue Baby, Satan und Lamb. Ein Item für alle 4 Bosse. Okay, also doch. Das macht die Sache doch dann doch etwas angenehmer. Okay, wir haben wieder volle rote Herzen. Oh Gott! Und hey, da ist schon der Automat. Ich hätte die Knochen mitnehmen sollen. Die Knochen haben gerochen. Moment, ich wollte noch schauen, da der Super Secret Room ist. Was ist das Ding? Oh, da kann man, wenn man so ein gebrochenes Herz hat, kann man das irgendwie. Zahlt rote Herz und kann es dafür wieder herstellen. Man kann irgendwie auch manchmal Soul Hearts rausbekommen, hauptsächlich gibt man rote Herzen ab und das heißt echt nicht so gut. Der Altar ist für nicht allzu viel gut. Okay, gehen wir weiter.
Der Stern über Bethlehem, er zeigt mir den Weg. Zeigt er mir auch jetzt den Weg, ist die Frage. Nein. Ah ja, er gibt Sinn, man startet ja im Bossraum. Was ein großer Fan, dass ich hier gerade erwischt wurde. Ugh. Mit normalen hat man 15 Unlocks, mit den Tainted nur 7. Okay. 7 Unlocks ist dann doch nicht so wenig. Oh ja, müsste nicht auch jeder einen Greedier Unlock haben. Fällt mir gerade auf. Wenn man es füllt, droppt es auch ein Angel-Item, wenn man was füllt. Ein Stern über Bethlehem. Ich glaube nicht, dass man den füllen kann. Wie heißt die Mod mit der Sitcom? Ah, keine Ahnung, ich habe sie aber in den YouTube-Videos, weil ich die Mods, die ich verwende, in der Beschreibung verlinkt. Ich denke, es sollte noch relativ aktuell sein. Jungs, was macht ihr da? Die Herzmaschine so sehr. Oh, dass sie so sehr. Wenn man sie so sehr füllt, dass sie Platz kommt, ein Angel-Item. Oh, das ist eigentlich ganz cool. Ja. Ist ja doch für irgendwas gut. Ich glaube, das war nicht der Goldraum, den ich ausgelassen habe, aber. Ich vertraue mir auch nicht genug, um nicht nachzuschauen. Ich hätte irgendeine Möglichkeit, blaue Fliegen zu spawnen. Die wären relativ stark aktuell. Dadurch, dass ich Hive-Mind habe, aber. Man hat immer entweder eine Möglichkeit, Fliegen zu spawnen und Spinnen oder Hive-Mind. Man hat nie beides. Nie. So, Goldrum ist da links. Ich glaube, das war auch immer noch. Das war auch nicht der mir noch fehlt, aber. Wie gesagt, ich vertraue mir da nicht. Oh ja, ich bin Lord of the Flies. Aber noch ungewohnt, dass die Fliegen mich alle so sehr lieben. Dass mich die Fliegen lieben, versteht ihr? Caves 2 war es, glaube ich, auch nicht, wo der Goldraum fehlt. Ich glaube, es war Caves 1, aber... Wenn wir schon mal hier sind... danke, 2 Münzen. Oh, ja, oh Gott, war... Okay. Ah ja, Lord of the Flies, immer noch. Hat mein Damage um 2 erhöht. Yes, was seid ihr davon? Ipecac Brimstone ist leider nicht mehr... Oh mein Gott, dieser Lord of the Flies. Dann wiederum, ich wollte gerade sagen, es ist nicht mehr das, was es mal war, aber gleichzeitig, es macht eine Explosion, also ist eigentlich auch ganz gut. Lord of the Flies ist so verwirrend gerade. Oh mein Gott, die Fliege kämpft auch auf meiner Seite. Hör auf dem! Fucking Fliege! Oh mein Gott, ich kann in den Räumen nichts machen. Oh, das ist so verwirrend. Sie ist da einfach rein und hat mir Schaden gemacht. Was soll das überhaupt? Zweiter Kristall im Bossraum. Oh ja, da war eine Rune. Da habt ihr euch nicht gesehen. Ey, ich liebe es, dass sie Fliegen gespawnt haben und die Fliegen instant für mich kämpfen. Wisst ihr was? Ey, ich habe das Gefühl, Lord of the Flies hat einen ungemeinen Buff bekommen. Kann das sein? Ich meine... Ich habe das Gefühl, das ist ziemlich cool. Wir haben inzwischen leider niemand mehr übrig, aber dennoch. Da hat er einen Tinted Rock. Auf der anderen Ebene. Danke. Was soll ich damit? Letzte Ebene. Okay. Ich muss aufpassen mit dem Brimstone. Dem kann ich mir selbst wehtun und das will ja niemand.
Natürlich können mir auch die Gegner wehtun. Und das will ich noch sehr viel weniger. Immerhin werde ich aufgehalten, wenn ich dann bei dem Bett bin. Lord of the Flies, dankeschön. Okay, Basement 1. Nicht mehr weit. Addicted. Ja, nehmen wir mit. Habe ich nichts gegen. Nehmen wir mit. Nehmen wir alle mit. Es gibt eine Menge Fliegengegner im Basement. Kann das. Oh. Oh, Dogma. Oh mein Gott, Dogma. Ich weiß nicht, ob du bereit bist für das, was dich hier gerade erwartet. Das ist nicht einfach nur ein Versuch, Dogma zu besiegen. Das ist eine Revolution. Ich hoffe, es ist die Garlic-Revolution, ehrlich gesagt. Okay, Dogma. Wir sind unterwegs. Und wir sind sauer. Der Stern über Bethlehem zeigt uns den Weg. Außerdem, danke für das kleine Damage-Up an dem Punkt. Ich komme gleich rüber, Stern über Bethlehem. Bin gleich da. Ist okay. Ich lege mich nur kurz schlafen. Wir werden nach dem Run Vampire Survivors machen. Oh, das ist so... Irgendwas daran ist super creepy. Der Fernseher hat schon Schaden genommen. Ich mag es, dass die beiden noch dastehen. Oh mein Gott, ich nehme zu viel Schaden. Müssen wir jetzt jedes Mal Beybladen? Oh mein fucking Gott, das ging so schnell. Ich bin so proud, dass Morgan inzwischen Dogma kann. Ja, yeah, ich auch. Ich habe das Gefühl, das Problem war, dass ich die ganze Zeit den Stern laufen wollte. Ah, das war nicht gut. Die Revolution ist gescheitert. Yeah. Ich habe das Gefühl, mein Damage war auch echt mies. Irgendwie. Wie auch immer.